So, ah ja, Stummfilm ist beendet. Herrlich. Ja, trotzdem, nochmal herzlich willkommen auf der Hof Bergmann Beta 3. Ist ja nicht jetzt so lange gewesen, 2 Minuten ungefähr ohne Ton. Man sollte es jetzt auch einschalten, ne? Dann macht das mehr Sinn. Gut. Also habe ich vorhin schon mal viel gesammelt um nichts. Also ich habe ja vorher, also in der letzten Folge, habt ihr ja gesehen, ein bisschen geshoppt für den Obstplantage. Das habe ich alles verladen, dann fahre ich jetzt rüber. Dann werden wir abladen. Und ja, da muss ich noch mal gucken, wie das mit den Obstbäumen ist. Das habe ich leider noch nicht gemacht. Aber da kriegen wir noch hin, das ist gar kein Problem. Ich habe ja den Changelog ausgedruckt und der werde ich mit Sicherheit fündig werden. Jetzt werde ich erstmal den ganzen Krempel abladen, die Bienenvölker in ihre Kisten, Kästen, Bumsdings da reinpacken. Was? Holla! Brüllt mir noch einer rechts ins Ohr. Dann wollen wir mal gucken, wie das sich so verhält. Tüt, genau. Also den letzten Weg hoch zur Plantage hätte auch noch asphaltieren können. Ne? Tschüss. Überall wird gespart. Nee, 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 nee. Na gut, nun denn. Da sind wir. Aus die Maus. Zack. 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 Jetzt beamen wir nach hinten und zack. Wieso ist denn der Anhänger so schmutzelig? Was ist denn das? Halt. Da lang. Gut, aussteigen. Hello again. Tüdelü tüt tüt. Ja, gut, dass ihr hier hinten seid. Wir werden dann mal hier hinten anfangen. Gemächlich schreiten wir zur Tat. Muss ich die denn eigentlich aufmachen oder? Wie haben wir das? Warmrähmchen? Aufmachen steht doch nichts, ne? Ops. Aber muss wohl, ne? Hätte ich mal bei Snookies nur besser aufgepasst. Ach, Deckel öffnen, da steht's doch. Dumme. Ja, ich hole ein. Ich eile, ich sause, ich renne. Oh, was ein Gesumse. Sumse-Bumse. Hauen wir hier schon mal das erste Volk rein. Ne? Tötere, Hauptsache, die stechen mich nicht. Ich mag das nicht, wenn ich gestecht werde. Oh, was jetzt? Hilfe! Was war das? Wo sind Sie hin? Hallo? Hallo? Hä?
Hallo. Mein Bienenvolk ist weg. Help. Help. Oh Gott. Wo sind sie hin? Ich werde verrückt. Da. Was? Hast du das gesehen? Ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, das kann ja heiter werden. Also, langsam laufe, verschwinden die in der Erde. Also, das ist aber nicht so gut. Ist die andere Kiste garantiert auch in der Erde verschwunden. So. Das hatte ich gesagt, das ist hier vorne. Ja. Das ist ja ärgerlich. Verlust auf der ganzen Linie. Zwei Völker nachkaufen, das ist ja nichts, ne? Das ist ja blöd. Das gefällt mir nicht. So. Huch. Halt, hier bleiben. Zwei Bienenvölker verschwunden. Schocking. Ja, mein, dieser Verlust, ne? Nee, jetzt renne ich nicht. Nein, das tue ich nicht. Zweimal den gleichen Fehler reicht. Habe ich denn 1, 2, 4? Ich dachte, ich hätte 5. Okay. Okay, okay. Run, Buddy, run. So, da noch so ein Völkchen rein. Ein Kistelchen haben wir ja noch, ne? Muss ich erst mal ein nachkäufen. Und zack. Zu die Tür. Mach zu die Tür, die Tor mach weit. Es kommt der Opa Charlie, die Herrlichkeit. Nein, aus.
einen. Oh, hätte ich eine Besatzung im Prinzip auf Reserve. Hoi. Der schmeißt doch weg den Mist. Braucht doch keiner sowas. Genau, immer mal weg damit. Für jede scheiß Kiste einzeln laufen. Ne? Ich glaube, hier werde ich mir einen kleinen Gator hinstellen. Mit Dranhänger. Da macht ich ja Kirre hier. Dieses Gerenne. Muss ich mal gucken. Da sind noch zwei und da sind noch zwei. Gut. Das kann da drauf bleiben erst einmal. Sumsi Bumsi. Alles voll Sumsi Bumsi. Da werde ich mir eben noch ein Völkchen holen. So, na jetzt. Ja. Eben noch so, aus. Eben noch ein. Bienenvollkohlen für das erste Körbchen doch. Für das Körbchen, gell? Oh. Also es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Aus dem Fenster gucken und unten mit dem Auto fahren, geradeaus fahren, ist sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Hui. So was Blödes. Zwei Bienenvölker verschleudert. Das ärgert mich schon wieder. Aber was soll's machen? Fällt mir gerade einer, ist egal. Ist egal. Ich wollte ja noch einen Gator da oben hinstellen. Hätte ich den ja erstmal da stehen lassen können und mit dem Gator da kaufen, da hochfahren. Ach, ich doof. Egal. Machen wir das dann einmal. Ich muss ja wahrscheinlich sowieso dann auf der Dauer wieder noch die Wabenkästen haben. Dann mache ich das so, wenn ich den Gator kaufe, dass ich dann sofort wieder ein paar Kisten mit hochnehme. Hallo, ich brauche Bienskes. Ich brauche Bienskes. Da Bienskes. Einmal Bienskes. Nein. Boah, jetzt habe ich gleich das Gesumse im Auto. Ich werde wahnsinnig.
muss jetzt wieder einsteigen. Aber doofes. Hoffentlich kommen die nicht raus, wenn ich im Auto fahre. Das wäre ja unangenehm, ne? Äußerst unangenehm. Geht so. Das beim Autofahren, ne? Ich habe das mal gehabt, zu der Zeit, wo wir noch keine Klimaanlage im LKW hatten. Bin ich so schön am Fahren, auf der Autobahn, Fenster auf und Dachluke los, weil Sommer, richtig knalle heiß. Da habe ich auch so ein Gesumse im Auto gehabt. Hatte ich eine Hornisse im Auto. Ich kann euch sagen, da bist du aber flott. Warnblinker rechts ran auf den Seitenstreifen und dann habe ich erstmal versucht, diese Hornisse aus dem Auto rauszukriegen. Das ist nämlich gar nicht witzig. Ich habe das mit der Biene gehabt, da ist mir dann, die Biene muss wohl an den Außenspiegel getitscht sein und ist dann, ja, reingeweht worden durchs offene Fenster und hatte dann, ja, hinten an der Rücklehne gesessen. Und ich fahre los und lehne mich an, ne? Und dann sticht mich das Biest hinten in den Rücken. Stell dir mal vor, so was passiert dir mit der Hornisse, das musst du nicht haben. Ich meine, das ist ja nicht tödlich, das ist ja Quatsch, aber das tut saumäßig weh. Und wenn du dann so auf der Autobahn zu klettern bist mit 40 Tonnen, so mit 80, 85, nee, hier war das falsch. Das ist nicht witzig, mit Sicherheit nicht. Ja, guck, und dann hinterher, wie wir die Klimaanlagen hatten, war das Thema ja durch. Ne? Klimaautomatik, dazu sagen. Hast die Temperatur eingestellt, das Ding habe ich Sommer wie Winter angehabt. Entweder im Sommer gekühlt oder im Winter geheizt. Das war eigentlich optimal. Das war schon schön. Und jetzt, das habe ich nicht mehr miterlebt, aber jetzt haben die bei uns in der Firma, wo ich gearbeitet habe, alle sogar schon Standklimaanlagen. Alle durch die Bank. Macht schon Sinn. Südele. Guck. Dann bringen wir das Völkchen jetzt auch noch eben in die Kiste. Ratatatong, ratatatong. Weg ist der Balkon. Oder so. Hopp. Hopp. Und so. Auf die Tür ist auf, wunderbar. Nicht fahren lassen und sind sie wieder weg. Zack. Zumachen. Das auch zumachen. Ich hätte es gleich im Auto ab. Und jetzt muss ich da mal gucken. Sogele, jetzt fahre ich mal eben in mein schlaues Buch hier. Doppelfahrsilo am Hof, nein. Scharfstall jetzt, das was du suchst, ne? Das findest du wahrscheinlich nicht so schnell. Ja. Kuhweide, Hühnerstall, Obstbäume. Da haben wir es da schon. Obst an Obstbäumen wächst nun nicht mehr durch Regen, sondern alle 5 Spieltage. Ah ja. Ja, brauche ich da gar nichts mehr machen. Das ist doch schon mal schön. Gut, haben wir das erledigt. Gut. Gut, wie oft noch? Habe ich gut gesagt? Habe ich doch gut gesagt. So, die Honigpresse wollte ich hier installieren.
Nicht hinstellen, nicht hinschmeißen. Ich wollte die stellen. Irgendwas wieder falsch verstanden, ne? So, so. Und die gesaftete Presse wollte ich da hinten reinstellen. Stellen, nicht schmeißen. Muss ich gleich nur mal gucken, wie rum ich die stellen muss. Boah, Leute. Guck mal, hier ist der Stromanschluss. Huch. Dann stellen wir die doch hier hin, gell? So. Muss ich einsteigen, ne? Aufklappen. Very nice. Very nice. Okay. Halt mir das auch geklärt. Ein Fässchen legen wir schon mal drauf. Zack. Wunderbar. Das soll man ja sagen, wir könnten nichts so. Hä? Wenn wir nichts können, aber das können wir richtig. Mal lauer. So. Das Fässchen kommt da rein. Sollten die Maschinen ja jetzt weit genug auseinander stehen, hoffe ich mal. Halt. Mein Gott. Ach Gott, oh Gott. Geht doch. Es geht doch, es geht doch. Hoppala. Na. Hoppali, hoppali, hoppala. Falleri, fallera und fallera. Zack, steht auch. Ein Gesumse hier. Man könnte meinen, dass hier lauter Bienen rumsumsen. Sumsebienen. Sogenannte Sumsebienen. Das kannst du ja für jeden Pissel einmal rennen hier. Ta-t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 a
Eine Katastrophe. Yippie! Jabadabadu! Jabadabadu! Vielleicht kriegen wir bald Honig. Jabadabadu! So. Ihr fragt euch, was macht der Affe da? Ganz einfach, ich stelle ihn ein bisschen weiter rum, dann kann ich da in die Ecke näher die vorne einmal stören. Also ich renne ja nicht für jeden einmal los und bringe ihn weg. Das ist ja, ne? Das wäre ja Quiekquack. Möchte ich mal so sagen. Das war auch Quiekquack. Sorry, stelle ich aber hier hinten hinter. Und die Folge ist schon wieder oben voll. Ey, hier bleiben. Das ist ja nicht zu glauben. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? So, das bleibt hier stehen. Gut, gut. Der Klimbim kommt jetzt rüber auf den Hof. Den lassen wir hier mal so ein bisschen ackern. Oh, falsch. Entschuldigung. Da ist super alles klar. Hinten hatten wir zu, ne? Dann fahren wir jetzt bei Hochhof. Erstmal. Und dann haben wir die Folge schon wieder im Kasten. Ich werde wahnsinnig. Eine Folge Sumsi-Bumsi oder Sumsi-Bumsi? Sumsi-Bumsi ist gut, ne? Sumsi-Bumsi, das machen wir. Oha, das machen wir. Genau. Oh, ey, au. Fahrschule, wir üben und jetzt einpacken. Es ist auch mal wunderbar, das habe ich so geliebt, wie ich meinen Führerschein damals gemacht habe. Ah ja. Ich weiß doch. Ich habe auf den Rosenmontag habe ich meine letzte Fahrstunde gehabt und dienstags morgens war dann Prüfung. Und Rosenmontag musste ich dann auch. Da sollte ich auch rückwärts einparken. Leute, hab ich mir den Arsch verrenkt. Ich habe die Scheißkarre da nicht reingekriegt. Ums Verrecken nicht. Es ging einfach nicht. Da habe ich nur noch so gedacht, mein Gott, hoffentlich musst du das nicht auch auf Verprüfung machen. Ja, richtig genug.
Dienstags praktische Prüfung. Losgefahren. Es kam eine herrliche Parklücke genau zwischen zwei Autos. So, sagt er, dann parken wir jetzt mal da ein. Ich denke, ach du dickes Ei, das auch noch. Hat geklappt. Was soll ich sagen, es hat geklappt. Auf Anhieb. Rückwärts rangefahren. Ja, wie gesagt, rückwärts rangefahren, das Ding. Schön mit Schulterblick und so und Blinker setzen und die ganze Tüte lügt, was man ja so machen muss. Da ran. Zack, und stand genau passend drin. Der Prüfer war so begeistert. Jo, sagt er, prima gemacht, wunderbar. Dann kannst du jetzt aussteigen und gar nicht weiter, bin ich wieder nach hinten gefahren. War ja Prüfung, das fährst ja einzeln. Oder sind wir damals zumindest. Dann bin ich wieder zurückgefahren zur Fahrschule. Kriegte ich meinen Lappen sofort ausgehändigt. Bei uns war das damals auch so, wir haben erst die theoretische gemacht in der Fahrschule. Und anschließend sind wir direkt gefahren. Und wenn du dann bestanden hattest, kriegst du sofort deinen Führerschein ausgehändigt. Im Auto noch. Genau, habt angehalten an der Fahrschule, dann sagt er, Moment, da hat er den Lappen eben doch unterschrieben und seinen Stempel da drauf. Und dann war es damit fertig, da durftest du Auto fahren. Na, das ist alles in der Tasche. Heute musst du ja erst Theorie machen, dann wartest du wieder ein, zwei Wochen, dann hast du die praktische. Ach, das war früher einfacher. Auch mein LKW-Führerschein. LKW-Führerschein war auch klasse. Bin ich losgefahren, hatten wir uns von so einem, ja, was war ja so eine Art Baumarkt auf dem Parkplatz. Da haben wir uns getroffen. Da kam auch der Fahrprüfer hin und der Fahrlehrer. Der Fahrlehrer brachte das Auto mit. War ein 10-Tonner. So, da hat er gesagt, losfahren, vom Parkplatz runter, rechts rum. Direkt an der Ampel, die dann kam, wieder rechts. So, sagt er, da unten die nächste Straße fahren wir wieder rechts. Und da bin ich links rum abgebogen. Da guckt er mich an. Ich habe da gesagt, rechts. Ich sag, guter Mann, da darf ich nicht rein. Das ist für LKW verboten. Also bin ich halt links rum gefahren. Geradeaus ging es nicht. Es ging nur rechts oder links. Das glaube ich nicht. Drehen Sie mal um. Dann kam so ein ja, so ein Hartsteinwerk. Ja, ich natürlich da zack schön rangefahren mit Blinker. Und dann stehe ich quer auf der Straße, sage ich zu ihm, würden Sie mal eben bitte aussteigen? Ja, hat er mich angeguckt. Wieso? Ja, ich sage, ohne Einweiser rückwärts fahren? Jante ist nicht, darf ich nicht. Bist du verrückt? Fahr zurück. Ich zu meinem Fahrlehrer, ich sag, hast du gehört? Und unterzeugen. Ja, er sagt, alles klar. Das war ein Tag vor Heiligabend, wenn ich auch nicht vergessen. Ja, bin ich zurückgefahren, die paar Meter wieder zurück zu der Kreuzung. Ja, sagt er, tatsächlich, da dürfen wir wirklich nicht rein. Weil die haben sonst früher aber die Prüfung LKW Klasse 2 auf dem Bus gemacht. Und mit dem Bus durftest du da rein, aber mit dem LKW halt nicht. Über 7,5 Tonnen. Ja, alles klar, wieder zurück auf den Parkplatz. Und das war meine Führerscheinprüfung, die praktische. Da habe ich mein Papier gekriegt, da meine Bestätigung, dass ich bestanden habe, damit konnte ich zum Straßenverkehrsamt. Die haben das direkt eingetragen. Oh, dann konnte ich los. Heute ist das ja, wie gesagt, alles ein bisschen umständlicher. So, aber nichtsdestotrotz, wir sind schon wieder, ne? Ich lasse die Bienchen arbeiten. Ich werde mich jetzt weiter um das Kornfeld oben kümmern, was meine Else nicht fertig gemacht hat. Und dann werde ich von den Weizen abfüllen für als Hühnerfutter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne, Däumchen nach oben bitte. Wenn nicht, Däumchen nach unten. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.